Hallo, ihr lieben Mäuschen da draußen. Juhu! Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Harry Potter Quidditch Weltmeisterschaft. Ja, wie ihr seht, ich bin nach wie vor mit Deutschland unterwegs. Und wir spielen nach wie vor die WM, ganz klar. Und haben in der letzten Folge gegen Japan gewonnen. Wenn mich nicht alles täuscht und wenn ich mich richtig erinnere, dann war das Japan. Und gegen Japan haben wir gewonnen. Und ich muss sagen, die Japaner, die haben ein bisschen nachgelassen. Also ich hätte mir eigentlich ein bisschen stärker erwartet. Aber ja, anscheinend haben sie doch ein bisschen nachgelassen, ne? Aber gut, wir machen weiter mit Deutschland und gucken erstmal in die Ligatabelle hinein. Und da sieht es momentan wie folgt aus. Deutschland immer noch auf Platz 1, Tabellenführer sozusagen, mit 3040 Punkten. Sieh mal einer an, wie viele Punkte wir mittlerweile erreicht haben. Wahnsinn. Japan befindet sich momentan auf Platz 2 mit 1790 Punkten und das nordische Team belegt den dritten Platz mit 1620 Punkten. Ganz weit unten auf dem 9. Platz liegt mal wieder England mit 770 Punkten. Die waren kurzzeit auf dem 8. Platz und Frankreich auf dem 9. Aber nachdem Frankreich im letzten Spiel, glaube ich, 30 Punkte gemacht hat, hat Frankreich natürlich dementsprechend England wieder runtergeschubst. Und ja, was mich wundert, ist, dass Bulgarien auf dem 7. Platz ist. Das wundert mich ein bisschen, weil Bulgarien ist ja doch eine sehr, sehr starke Mannschaft. Und normalerweise schätze ich Bulgarien wirklich sehr, sehr stark ein. Aber dass die momentan nur auf dem 7. Platz sind, das ist ein bisschen verwunderlich. Und Spanien liegt momentan auf dem 4. Platz. Ja, das läuft. Also die Spanier, die sind momentan sehr stark und die kämpfen darum, in die Top 3 zu kommen. Wäre ja nicht schlecht. Also, ich würde Spanien auf jeden Fall gönnen, wenn die auf den Platz 2 kommen. Und das nordische Team kann gerne auf Platz 3 bleiben. Nur Japan möchte ich eher gesagt auf dem 4. Platz haben. Aber gut, man kann sich ja nicht aussuchen. Es kommt darauf an, wie die Leute spielen. Und ja, schauen wir einfach mal. So. Ich würde mal sagen, wir schauen mal, gegen wen wir in der, glaube ich, 12. Runde spielen. Ich glaube, heute ist die 12. Runde dran. Das heißt, wir sind schon wieder beinahe fertig mit der WM. 18 Runden gibt es. Und in der 12. Runde sind wir heute. Das heißt, wir werden sicher einmal, glaube ich, noch, also eine Runde gibt es sicher noch, in der wir nicht antreten. Heißt quasi im Endeffekt, dass wir zwar trotzdem noch ein paar Runden spielen müssen, aber nicht mehr allzu viel. So, also schauen wir mal, gegen wen wir in dieser Runde spielen dürfen, in Runde 12, und das ist Spanien. Wir spielen gegen Spanien, das heißt, ja, Spanien wird wahrscheinlich auch gegen uns verlieren. Somit nehme ich mal stark an, dass Spanien hier vielleicht ein bisschen weiter runterrutscht, was mich persönlich, naja, weiß ich. Das würde mich halt stören irgendwie, weil im Grunde Spanien möchte ich eher auf Platz 2 haben. Also ich müsste sie jetzt eigentlich gewinnen lassen. Aber ganz ehrlich, ich meine, ich könnte es mir leisten, aber ich bin immer einer, der gern gewinnt, weißt du? Also, ja, aber ein paar Punkte dürfen sie gerne vorne machen, ist ja kein Problem. So, USA gegen Australien, das wird ein schönes Spiel. Ich hoffe, da sehr stark, also ich schätze, dass da die USA vielleicht gewinnen wird. Ich hoffe es zumindest, weil die USA ist mir sympathischer als Australien, muss ich offen ehrlich gestehen. Bulgarien gegen Frankreich, da würde ich Frankreich auf jeden Fall jetzt die Daumen drücken, weil Bulgarien ist doch ein bisschen weiter oben als Frankreich. Frankreich ist ja ziemlich weit unten momentan, deswegen würde es mich eher freuen, wenn Frankreich hier mal ein bisschen aufholt. Und nordisches Team gegen England, ja, da schätze ich mal das nordische Team stärker ein. Obwohl ich es England natürlich gönnen würde, weil England ist ja momentan, wie wir gesehen haben, auf dem 9. Platz. Und daher, ja, daher würde es mich, daher
wäre es halt schön, wenn England hier diesmal gewinnen würde und ja. Aber gut, schauen wir mal, wie die Leute heute so abschneiden aus den Mannschaften, vor allem wie wir abschneiden. Und damit sage ich, Spiel ab, Runde 12, Deutschland gegen Spanien. Spricht Ludo Backman aus dem deutschen Quidditch-Stadion, in dem das heutige Spiel stattfindet zwischen Deutschland und Spanien. Du bist dran, Jacqueline. Das deutsche Nationalstadion ist einfach unglaublich. Das Amt des Schiedsrichters übernimmt heute Cyprian Alesi. Cyprian Alesi. Sehr schön. Cyprian Alesi. Ach ja, eine typische Französin sozusagen. Also eine... Mir kommt das so vor, als wäre das eine Französin. Weiß ich nicht, vielleicht klingt einfach auch ihr Name so französisch, aber vielleicht ist sie gar nicht aus Frankreich. Man weiß es nicht, aber es klingt auf jeden Fall französisch. So, wir spielen natürlich. Also wir schauen, dass wir hier wieder meistens ins obere Tor reinwerfen, bevor wir in der letzten WM leider nicht gemacht. Aber ja, nur mal so. Zur Erinnerung und zur Info, warum ich jetzt des Öfteren versuche, ins obere Tor reinzuwerfen, weil ich es jetzt in der letzten WM nicht gemacht habe. So, gegen wen spielen wir eigentlich heute nochmal? Gegen Spanien, ne? Das war gegen Spanien. Okay, so, Spanien darf natürlich Punkte machen, sofern es dazu kommt. Ist mir alles recht. Was verdammt? Nein, verdammt. Ah, ihr Wichser. Ja. So, sehr schön. Drin ist er. Wenn ich es schaffe, 150 Punkte zu machen, wenn ich es tatsächlich schaffen sollte, 150 Punkte heute zu machen, dann könnte ich mir vorstellen, dass ich heute erstmals mal wieder versuche, den Schnatz nicht zu fangen. Mal schauen. So. Alter, nicht dein Ernst. Autsch. Tolle Wurst. Danke. Nein, oh, fick dich. Come on. So. Ich muss auf jeden Fall irgendwie gucken, dass ich heute... dass ich heute 150 Punkte mindestens mache. Oder 160, sagen wir. So, dass sich das wenigstens lohnt, den Schnatz nicht zu fangen. Weil dann gewinnen wir trotzdem. So, rein damit. So. Ja. Das war ein schlechter Kombi-Pass. Das war sehr, sehr schlecht. Naja, was soll's. So. Weiter geht's. So, 80 Punkte haben wir bereits. Fine Nummer 70. Ist Fine Nummer 70, Leute. 70 oder naja, nee, sind es 50 Punkte. Jetzt haben wir schon 100. Sehr fein. So soll das sein. Fehlen noch 40, genau, dann haben wir hier 150 und dann könnten wir es uns leisten, den Schnatz diesmal mal nicht zu fangen, wobei, nein, Blödsinn, wir bräuchten 160, so herum, wir bräuchten 160, dass wir es uns leisten können und trotzdem gewinnen. Also, weil wir dürfen ja kein Unentschieden machen, sondern wir müssen hier gewinnen und, also, trotz, dass wir den Schnatz nicht gefangen haben, sollen wir gewinnen, also von daher, jo. So, schauen wir mal. Na toll. Ja, ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst, es kommt dann eine Teamspezialbewegung rein. Tolle Wurst. Alter, die schauen sich ja fast ähnlich. Das sind ja fast eineige Zwillinge. Wow. Hat man das jetzt gerade gesehen? Die sahen aus wie eineige Zwillinge.
Wow. Geiler Mist. So, und rein damit. Und rein damit. So, sehr schön. Jetzt haben wir 150, oder? Ja, 150, perfekt. So, das heißt, wir müssten jetzt eigentlich im Endeffekt ein Tor noch machen. So, jetzt sind wir 160. Ein Tor, glaube ich, weil dadurch, dass die jetzt ein Tor gemacht haben. So. Nein, fick dich! Ja, komm her. Yes! Jawohl, ja, sehr schön. So. Jawohl, sehr schön. So, jetzt können wir es uns leisten, glaube ich, dass wir den Schnatz mal nicht fangen. Ich lasse den jetzt einfach mal fangen von denen, weil ich glaube, 150 bringt der Schnatz, also 150 Punkte, glaube ich. Und nachdem wir 170 haben und die 10 Punkte, würden die quasi nur 160 haben am Ende. Die haben, glaube ich, dann nur 160 und wir würden quasi trotzdem gewinnen. Also ich denke mal, dass es so ist. Ich riskiere es einfach mal. Sollte es zu einem Unentschieden kommen, dann tut es mir leid, aber eigentlich laut meinen Berechnungen sollte es eigentlich so sein, dass hier Spanien gewinnen könnte. Also nee, dass Spanien hier eigentlich trotzdem verliert und wir trotzdem gewinnen. Obwohl wir den Schnatz nicht gefangen haben, aber ja, schauen wir mal. So. So. Jetzt fang halt mal den Schnatz, Mensch. Was macht der denn? Fang halt mal den Schnatz, Junge. Die KI fällt mir aber schon auf, die benutzt die Energie einfach viel zu schnell. Jawohl, Quidditch Card gewonnen. Und da haben wir es doch. 180 sogar, nicht 170. 180. Jawohl, ja. Siehst du mal. Und eine Quidditch Card gewonnen. Sehr schön. So, jetzt haben wir das endlich mal geschafft. Diese Quidditch Karte. Herrlich. So, Deutschland gewinnt. 18 Schüsse, 18 Tore. 0 gehalten. Ja, Spanien hat einen Schuss und ein Tor gemacht. Klatschertreffer einen. Spezialbewegung auch eine. Und ja, damit würde ich mal sagen, das speichern wir jetzt auf jeden Fall mal ab. Und ja, jetzt haben wir endlich mal eine Quidditch-Karte. Sehr fein. Das freut mich. Und hier sehen wir nochmal die Runde 12 Ergebnisse. Die Ergebnisse von Runde 12. Nordisches Team gegen England 150:0. Uiuiui, Da hat England das Spiel aber ordentlich sausen lassen. Bulgarien gegen Frankreich, war irgendwie klar, dass Bulgarien da wahrscheinlich gewinnen wird, obwohl ich es den Franzosen eher gegönnt hätte. USA gegen Australien, da hat selbst Australien gewonnen und die USA verloren. Die USA müssen deutlich stärker werden. Und natürlich Deutschland gegen Spanien, 180:160. Sehr schön, das freut mich auf jeden Fall. Dann schauen wir in die Umkleide hinein, also nee, nicht in die Umkleide, Gottes Willen, Cakebacks reißt sich zusammen. In der Ligatabelle natürlich. Deutschland führt momentan immer noch auf Platz 1 mit 3220 Punkten, gefolgt von Japan auf Platz 2 mit 1790 Punkten. Und das nordische Team hat gerade mal 20 Punkte weniger als Japan, befindet sich somit auf dem dritten Platz und hat 1770 Punkte. Naja, hingegen England nach wie vor auf dem 9. und letzten Platz mit 770 Punkten. Und Frankreich auf dem 8. Platz jetzt momentan mit 920 Punkten. Also da hat sich eigentlich nicht viel getan. Spanien liegt momentan immer noch auf dem 4. Platz und Bulgarien immer noch auf dem 6. Platz. Oder? Moment. Oder waren die vorher auf dem 7. Platz? Ich habe keine Ahnung mehr. So. Ach ja.
So, wir gehen mal in die Umkleide hinein und gucken mal, wegen der Karten. Und ich denke mal, da müsste jetzt die eine Karte freigeschalten sein. Wieso, aber, wieso leuchten da zwei? What the fuck? So, da genau, Teambewegung, die ist jetzt vollständig. Jetzt müssen wir nur noch mit Deutschland die WM gewinnen sozusagen. Und dann haben wir wieder eine Quidditch-Karte mehr. Und, was haben wir hier? Bei England? Bei England? Ah, da sehen uns alle. Stadion, das englische Stadion. Sehr schön. Gut, dann haben wir das auch. Perfekt. Jetzt haben wir quasi, wie viel? 54 von 65, die wir brauchen, um Bulgarien freizuschalten. Wird ein bisschen knapp werden, es sei denn, ich gehe her und versuche offline irgendwie noch ein paar Quidditch-Karten zu erreichen. Ich kann es aber nicht versprechen. Falls es nicht dazu kommt, dass wir gegen, also dass wir mit Bulgarien dann zocken in der letzten WM, die wir spielen werden, dann ja, müssen wir halt eine andere Mannschaft suchen. Aber ja. Wir kehren zurück ins Hauptmenü und damit bedanke ich mich jetzt schon mal fürs Zusehen in dieser Folge und ich hoffe mal, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. In der nächsten Folge geht es weiter mit der WM. In der nächsten Folge gucken wir, gegen wen wir als nächstes antreten und dann, ja, dann schauen wir mal. So, also vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.